Ein Ultimatum für den Westen. Wenn die Rettungsmission in Kabul bis Ende August nicht abgeschlossen ist, so wollen die Taliban keiner Verlängerung zustimmen. Eine Analyse von Außenpolitik-Redakteurin Miriam Beller bei uns. Protest gegen 1G. Sollten künftig nur noch Geimpfte in der Gastronomie erlaubt sein, so sei das ein Todesstoß, heißt es aus der Branche heute. Und Solar Power. Nach 5 Jahren Pause bringt Lorde ein neues Album auf den Markt. Das passende Musikstück für den Spitzsommer. Schön, dass Sie noch wach sind. Ich begrüße Sie zur ZIP-Nacht. In einer Woche sollen die Evakuierungen aus Afghanistan abgeschlossen sein. Das ist der Plan. Aber dieser Plan wird sich wohl nicht einhalten lassen. Zu chaotisch ist die Lage vorm Flughafen, zu viele Leute auch, die noch raus wollen. Jetzt stellen die USA eine Verlängerung der Rettungsmission in den Raum. Bloß die Taliban wollen das nicht zulassen. Die Evakuierungen werden immer mehr zu einem Wettlauf gegen die Zeit und gegen das Chaos, das jeden Tag noch größer wird. In dem Tumult am Flughafen ist es jetzt zu einer Schießerei gekommen, bei der ein Ex-Soldat getötet und 3 Sicherheitskräfte verletzt worden sind. 37.000 Menschen haben die USA und ihre Verbündeten seit dem Einmarsch der Taliban ausgeflogen. Das sind im Schnitt 4.500 täglich. Aber bis Ende August werden wir nicht einmal alle Amerikaner rausbringen können und schon gar nicht all jene, die 20 Jahre lang für uns gearbeitet haben. US-Präsident Biden will jetzt nachverhandeln. Aber die Taliban lassen ausrichten, die festgesetzte Frist ist eine rote Linie, wie ein Sprecher sagt. Viele Amerikaner sind mittlerweile enttäuscht vom Krisenmanagement Bidens in Afghanistan. Das Nachbarland Usbekistan mit seiner Hauptstadt Taschkent ist mittlerweile zur Drehscheibe der Hilfe geworden. Von hier aus agiert auch ein 4-köpfiges Krisenteam aus Österreich. Tatsächlich fliegen sie mit anderen europäischen Fluglinien oder Partnern, die ihre Evakuierungsflüge haben, nach Kabul hinein. Und es sind auch diese Evakuierungsflüge, die die Österreicher rausbringen. Also hier gibt es eine wirkliche europäische Zusammenarbeit. 2 Österreicher und ihre Familien haben es auf diesem Weg am Montag nach Europa geschafft. Der schwierigste Teil dieser Reisen sind nicht die Flüge, sondern der chaotische und gefährliche Weg auf den Flughafen Kabul. Bei mir im Studio begrüße ich dazu jetzt Miriam Beller aus unserer Außenpolitik-Redaktion. Ja, was passiert denn, wenn sich das bis zum 31. August nicht ausgeht? Derzeit ist es ganz schwierig, Voraussagen zu treffen. Eines ist klar: Bis Ende dieser Woche wird es fast unmöglich sein, alle Menschen aus dem Land zu bringen. Das heißt, der Druck auf die US-Regierung und US-Präsident Biden steigt jetzt massiv. Das Problem ist, dass die Taliban die ganze Stadt kontrollieren, bis hin zu den Toren des Flughafens. Und erst innerhalb des Geländes des Flughafens haben die internationalen Truppen die Kontrolle. Das heißt, man ist von der Kooperation der Taliban abhängig. Und wenn die diese verweigern, dann kann es sein, dass die Leute einfach nicht mehr zum Flughafen gelangen. Das bleibt also eine hochkomplexe Situation. Was wir jetzt auch sehen, ist, dass es einzelne Stimmen in Afghanistan gibt, die diese Machtübernahme der Taliban nicht so sang- und klanglos akzeptieren wollen. Formiert sich da ein ernsthafter Widerstand? Proteste hat es in den vergangenen Tagen auch schon gegeben, einzelne in Kabul. Es gibt eine Provinz nördlich von Kabul, ca. 50 Kilometer entfernt, die heißt Panjshir, die ist noch nicht eingenommen von den Taliban. Dort formiert sich gerade eine Gruppe des Widerstandes, die sich gegen die Taliban ausgesprochen hat. Allerdings ist da noch fraglich, wie stark diese Truppe und diese Gruppierung tatsächlich ist. Und eine Frage, die man sich dann auch stellen muss, alleine werden sie das nicht schaffen, gegen die Taliban anzukämpfen. Können sie sich mit anderen Gruppierungen, mit anderen Milizen zusammenschließen im Kampf gegen die Taliban? Man muss nämlich bedenken, diese Gruppierungen, die gegen die Taliban ankämpfen, sind untereinander auch schon seit Jahren verstritten. Und jetzt abseits all dieser Konfrontationen, wie ist es denn bestellt um die Menschen im Land? Man hört nämlich auch immer wieder, dass die humanitäre Lage sehr schlecht ist und immer schlechter wird. Ja, im Moment ist der Fokus der internationalen Medien wirklich sehr stark konzentriert auf den Flughafen und die Situation dort, die ja wirklich sehr dramatisch ist. Man darf aber nicht vergessen, 35 bis 38 Millionen Afghanen werden im Land bleiben. Und was passiert mit diesen Menschen? Die humanitäre Lage in Afghanistan war bis jetzt schon katastrophal, schon vor der Machtübernahme der Taliban. Es herrscht Dürre, es herrscht Wasserknappheit. Und all diese Probleme werden jetzt noch weiter verschärft. Die Banken haben seit einer Woche geschlossen. Die Menschen können nicht auf Bargeld zugreifen und gleichzeitig steigen die Lebensmittelpreise massiv. Und dazu kommt auch noch, die meisten Menschen trauen sich im Moment in Kabul vor allem gar nicht auf die Straße. Miriam Beller, vielen Dank für diese Analyse.
Wir machen damit einen starken Themenwechsel und blicken auf die Corona-Situation in Österreich. Die Zahl der Infizierten steigt ja weiter und weiter wird daher über den Impffortschritt im Land diskutiert. Zu Wort gemeldet hat sich dazu auch FPÖ-Chef Herbert Kickl im heutigen Sommergespräch. Seine Position ist nicht überraschend. Einen Impfzwang, so Kickl, lehnt er ab. Wir haben es mit einer Bedrohung zu tun, die unglaublich aufgebauscht wird. Ja, man tut ja gerade so, als würden bei uns die Leute am Gehsteig sterben. Und die Impfung wäre die einzige Möglichkeit, sich aus diesem absoluten Desaster zu retten. Die Evidenz sagt ja genau das Gegenteil davon. Und ich habe das gemacht, was wahrscheinlich viele andere Leute auch machen. Ich habe gesagt, was ist das Risiko und was ist der Nutzen? Ganz anders klingen da der Kanzler und der Gesundheitsminister. Für sie ist eine 1G-Regel vorstellbar, also Zutritt zu bestimmten Bereichen nur noch für Geimpfte. Prompt kommt Widerstand aus jener Branche, die am stärksten betroffen wäre, die Gastronomie. Das sei ein Todesstoß, heißt es da. Die Partylaune ist groß, die Impfbereitschaft hingegen nicht, gerade bei Jugendlichen. Nur 48% der 15- bis 24-Jährigen sind, Stand heute, voll immunisiert. Wer in die Disco will, braucht jetzt schon einen negativen PCR-Test oder die Impfung. Doch das könnte sich ab Herbst ändern. Mit der 1G-Regel, also Zutritt nur für vollständig Immunisierte. Vom Todesstoß für die Nachtgastronomie sprechen Branchenvertreter. Aber auch hier sind die Betreiber alarmiert. Wenn die 1G-Regel auch für alle anderen Lokale kommt, wäre der wirtschaftliche Schaden enorm, meint der Gastro-Obmann in der Wirtschaftskammer Mario Pulka. Die 1G-Regel wäre mit einem Lockdown gleichzusetzen. Welchen Weg Wien einschlagen wird, wird sich morgen zeigen. Bürgermeister Michael Ludwig will mit Experten über die Corona-Situation beraten und dann das weitere Vorgehen bekannt geben. Zuletzt war Wien mit seinen Regeln immer strenger als der Rest des Landes. Den Alleingang bei der 1G-Regel wird es aber aller Voraussicht nach nicht geben. Da könnte die Stadt noch das weitere Vorgehen des Bundes abwarten. Die US-Arzneimittelbehörde FDA hat den Impfstoff von BioNTech/Pfizer als ersten vollständig zugelassen für alle Menschen ab 16 Jahren. Bisher gab es ja nur eine Notfallzulassung, was für viele ein Grund war, sich nicht impfen zu lassen. Über den neuen Status des Impfstoffes berichtet Christoph Kohl aus Washington. Die vollständige Zulassung des Impfstoffs von BioNTech/Pfizer sei ein Meilenstein im Kampf gegen die Corona-Pandemie, so die US-Arzneimittelbehörde FDA heute. Es bedeutet, dass die US-Bevölkerung sich darauf verlassen könne, dass der Impfstoff sicher und wirksam sei. Impfskeptiker hätten jetzt keine Ausrede mehr, sich nicht impfen zu lassen und sollten es daher sofort tun, so Präsident Joe Biden. The moment you've been waiting for is here. It's time for you to go. Get your vaccination and get it today. Für die vollständige Zulassung hat die Gesundheitsbehörde etwa 10-mal so viele Daten geprüft wie für die bisher erteilte Notfallzulassung. Das soll nicht nur das Vertrauen in den Impfstoff erhöhen, sondern erleichtert auch die Erlassung von Impfpflichten. Viele Stadtverwaltungen, Universitäten oder auch Gesundheitseinrichtungen wollten aus rechtlichen Gründen erst die reguläre Genehmigung abwarten, ehe sie ihre Beschäftigten zur Impfung verpflichten. Als erstes hat heute das US-Verteidigungsministerium eine Impfpflicht für alle Soldatinnen und Soldaten erlassen. Wer in Großbritannien durch die Supermärkte geht, könnte dieser Tage dieses Bild hier zu sehen bekommen, also leere Regale. Es ist eine Folge des Brexit. Den Briten fehlen nämlich die Lkw-Fahrer. Rund 20.000 Fahrer aus der EU sind nicht mehr im Vereinigten Königreich tätig. Die Verfahren für ein Visum sind nämlich teuer und kompliziert. Die begrenzte Auswahl an Produkten in den Regalen ist seit Wochen Alltag für viele Briten. Es mangelt an Lkw-Fahrern, das führt zu sporadischen Störungen bei der Verteilung der Güter von den Farmen und Lagerhäusern in die Supermärkte. Die Regierung muss handeln. Fahrer aus der EU brauchen kurzfristige Visa, damit pünktliche Zustellungen möglich sind. Die Regierung verweist aber auf das Ende der Freizügigkeit für EU-Bürger nach dem Brexit und ruft britische Firmen auf, Landsleute zu engagieren. Durch die Pandemie konnten im letzten Jahr kaum Lkw-Fahrer ihre Prüfungen ablegen. Es wird befürchtet, dass sich der Versorgungsengpass im Herbst zuspitzt, auch weil der Brexit den Grenzübertritt weiter erschwert.
Manche Zulieferer aus der EU verzichten auf Importe in das Vereinigte Königreich. Es ist kostspieliger, die Formalitäten verlangsamen den Prozess. Das gilt auch in die andere Richtung. Der Brexit schlägt den Briten also etwas auf den Magen. Nach 5 Jahren Pause ist vor kurzem das neue Album von Lorde erschienen. Die Neuseeländerin zeigt sich auf ihrem neuen Projekt weitaus fröhlicher, als man es von ihr zuletzt gewohnt war. Dazu passend auch der sommerliche Gelbton, in dem sie jetzt immer wieder auftritt. Schauen Sie selbst. Wie in einem utopischen Traum beschwört Lorde auf Solar Power die Kraft der Sonne, des Lichts und der Natur. Spiritualität ist eines der zentralen Themen auf dem Album, obwohl die 24-Jährige selbst nicht religiös erzogen wurde. Ich fühle mich spirituell tief ergriffen, wenn ich in der Sonne bin, am Strand bin oder durch die Bäume blicke. So stelle ich mir vor, muss sich ein Gottesdienst in der Kirche anfühlen. Humorvoll und intelligent setzt Lorde aber auch Seitenhiebe auf die New Age und Wellness-Industrie. Viele Leute, vor allem Frauen, begeben sich auf diese Wellness-Reise als eine Art Wettkampf. Wer lebt am besten und gesündesten? Fast wie eine Religion. Das wollte ich ergründen. 60er Jahre Utopie trifft auf 90er Jahre Popsound. Ein wunderbares Sommeralbum für den kommenden Herbst. Letzter Programmpunkt bei uns, der Blick aufs Wetter. Windig und verregnet wird es morgen. Am meisten schüttet es entlang der Nordalpen. Länger sonnig ist es im Süden. Am Mittwoch ist es vorübergehend im ganzen Land sonnig. In der Folge wird es allerdings wieder unbeständig und kühler. Das war's von uns. Ich wünsche Ihnen eine angenehme Nacht noch.